Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Cyber Playcast 1307 zum letzten Match der Gruppenphase der Summer Masters Season Finals. Und das ist ja nochmal ein Rematch, nämlich vom Auftaktmatch der Gruppe. Wir haben einmal den französischen Taranich in Rot, der ist beim Team Liquid, es ist Clem. Und der spielt gegen den koreanischen Protoss hier in Blau. Beim Team Chinnair Greenwings, es ist Trap. Wir starten tatsächlich auf Golden Wall. Sieht man jetzt nicht so häufig als erste Map, aber ist bei den beiden jetzt halt mal so der Fall. Das Auftaktmatch konnte sich Clem schnappen. Und mal sehen, wie es jetzt hier im Rematch läuft. Ob da Clem noch die gleiche Form hat oder ob da Trap irgendeinen Masterplan hat. Musste sich ja mit Haas rumschlagen. Und da, ich glaube, das härtet ab. Ein Match gegen Haas. Danach hat man vor nichts mehr Angst. Wir sehen hier Expansion mit dem Bunker bei Clem, aber auch hier Gateway Expansion bei Trap und ein Stargate Open auch direkt mit dabei. Was Clem hier gespielt ist, ein Marine Expansion, das heißt kein Reaper mit dabei, das heißt natürlich auch relativ wenig Scouting. Er weiß nichts vom Tech, der da auf ihm zukommt. Somit muss er da etwas vorsichtiger spielen, da kommt ein Starport, da wird das zweite Gas genommen und eben Stargate dann gleich fertig. Da werden wir dann ein Oracle sehen, höchstwahrscheinlich könnten noch Phoenix auch werden, es gibt auch ein Phoenix Playstyle. Mit Phoenix und dann in Kolosse. Und ja, tatsächlich, da gibt es auch den Phoenix. Also gehen wir in die Richtung erstmal für Trap. Auf der Map kann man natürlich mit Lufteinheiten einiges anstellen. Und tatsächlich, die Phoenixe treffen eventuell direkt auf das Medivac, das darüber kommen soll. Das könnte für Clem etwas unangenehm werden, wenn er das sofort verliert. Will damit natürlich ein bisschen Harassment starten. Aber erstmal, wie man sieht, wird das alles aufgebaut. Wir haben noch keinen Load-In ins Medivac. Mal sehen, was da. Okay, jetzt ging's los. Und da liegt das Medivac an. Die Phoenix sind momentan zu zweit. Dritter Phoenix kommt mir dazu. Und oh, das wird tatsächlich direkt abgefangen. Das ist kein guter Start für Clem. Denn ja, Medivac sieht Phoenix, sieht Medivac. Und jetzt das Medivac auf der Flucht versucht irgendwie wegzukommen. Die Phoenix natürlich zu safen. Nicht die Phoenix, die Hellions. Und ja, die werden jetzt mal hinter der Wall ausgeladen. Das Medivac kommt eh nicht mehr weiter. Das geht hier fast. Dann wird nochmal ein Phoenix reingeschickt, um den Kill zu finishen. Das geht dann auch down hier drüben. Die Hellions währenddessen werden geliftet. Zwei Stück werden geliftet. Und somit, ja, wird auch hier der Schaden reduziert. Es gibt trotzdem drei tote Probes hier aktuell. Vier tote Probes. Also die Aliens holen nochmal einiges raus. Hätte man so gar nicht unbedingt erwartet. Aber die Einheiten waren nicht ganz ready, nicht ganz in Position für Trap. Somit verliert er vier Worker. Aber hat natürlich jetzt auch die ganzen Einheiten geklärt. Am Ende verliert der Trap nicht so mega viel. Ja, vier Probes für drei Aliens und ein Medivac. Deswegen hatten wir da nochmal kurz Lag-Probleme. Ist ja natürlich nach wie vor alles online. Und wir sehen jetzt hier die Phoenix eben mal mit der Antwort. Fliegen einfach rüber, jagen das Viking. Der Phoenix lebt noch, der geliftet hat. Der Cyclone wird nochmal geliftet. Marines kommen nach und nach mit dazu, aber die sind ja noch nicht so schnell. Da kommt jetzt der Repair mit dran, um den Cyclone am Leben zu halten. Das gelingt hier auch. Die Phoenix kommen raus, der Cyclone überlebt, aber das Viking geht down. Da kommt jetzt Doppel-Upgrades für die Bio, Stim Combat Shield und Reaktor für den Starport für Doppel-Medivac-Produktion. Wir haben Twilight Council und Forge unterwegs und eine dritte Basis auch direkt für Trap. Also würde ich sagen, für Trap sieht das hier ganz ordentlich aus. Denn Clem ist jetzt nicht ready, um direkt einen weiteren Drop zu starten oder irgendwas an Aktionen zu starten. Stattdessen muss er sich hier von den Phoenix ein bisschen belagern lassen und hat eben noch keine dritte Basis unterwegs im Vergleich zu dem, was der Protoss gerade aufs Feld stellt. Und die Phoenix überleben hier tatsächlich auch noch. Also die Ausgangslage ziemlich solide für Trap. Weiß, was sein Gegner alles hat, was sein Gegner alles baut und kann selber seine eigene Economy und seinen eigenen Tech verstärken. Und seine Army wächst natürlich auch. Da kommt das Armor-Upgrade, da kommt Charge mit dazu. Und da steht die dritte Basis jetzt auch schon fertig da. Und währenddessen Clem pumpt erstmal Army auf zwei Basen. Also er kann auf zwei Basen auch einen starken Push dann ansetzen mit dieser Bio, mit den Upgrades, mit den Medivacs. Trotzdem muss er natürlich ein bisschen aufpassen. Die Phoenix hier fliegen hier nämlich immer noch dagegen. Und ja, einfach so unentdeckten Move-Out starten wird für Clem nicht wirklich gut möglich sein, denn die Phoenix hier werden das sehen. Der Adept hier, nicht sicher, warum der in der Ecke rumchillt, das sieht er nicht viel. Aber er chillt hier mal in der Ecke rum und da ist erstmal die Bio unterwegs. Aber wie man sieht, noch nicht so bestimmt, jetzt geht's vorwärts. Stim Combat Shield kommt mit dazu. Also jetzt geht's tatsächlich nach vorne, wenn das dann die Phoenix genommen auf die Gegend fliegen. Die Merkel jetzt natürlich, okay, da ist keine Einheiten mehr da. Da sind keine Einheiten mehr da. Das heißt, das ist wahrscheinlich zu mir unterwegs. Charge und plus 1 Armor wird nicht ganz ready sein. Das könnte knapp werden nochmal. Force Hills können natürlich ein bisschen Zeit rausholen. Der Salad wird jetzt nochmal geopfert, der sieht das auf jeden Fall. Sieht den gesamten Move-Out hier mit dieser Biomedivac. Sind es nicht so viele, die Phoenix kommen jetzt mit ran. Die Protoss-Einheiten möchten früh engagen, aber ja, es ist halt noch kein Charge da. Daher kommen jetzt eben die Force Field Blocks, aber die sind nicht ganz zu. Das heißt, die Einheiten können da trotzdem durch. Da kommt jetzt das dritte Force Field, um nochmal die Bio ein bisschen einzuspannen. Aber auch da kommt man theoretisch durch. Die Force Fields nicht optimal hier von Trap.
Wir möchten einfach noch die paar Sekunden haben. Das ist ein wichtiges Upgrade. Charge. Und es dauert hier. Ja, es ist der Versatz hier. Das ist ein bisschen schneller fertig eigentlich. 7, 8, 9. Oder doch, das passt sogar. Die Zeitrechnung ist unterschiedlich tatsächlich vom in beiden Overlays. So, jetzt ist Charge da. Jetzt kann Trap viel einfacher fighten. Da kommt noch ein Garnet-Shield und prompt geht's drauf. Der Cyclone ist sofort dann Salz. Kommt er von der Seite, da wird ein Phoenix rausgeschossen. Aber eben, jetzt kann der Protoss tatsächlich fighten. Mit Charge ist das viel einfacher. Plus ins Armor ist da noch kein Thema. Aber wie man sieht, die Salz machen ziemlich Schwierigkeiten. Die Phoenix, die liften lauter einzelne Einheiten, die werden dann weggesniped. Und man sieht, wie weit die Bio zurückgepusht. Aber währenddessen gab es den massiven Damage an der Economy. Wir gucken uns erstmal noch den Verbleib dieser Army an. Die wird nämlich weit zurückgejagt. Und da ist auch die dritte Basis an der Goldbase. Er wird weiter geliftet. In dieser Zeit springt er jetzt einmal, zweimal kurz zurück, um uns das anzugucken. Denn da kam ein Drop angeflogen. Ein Widowmine-Drop, zwei Stück. Über die Main kam da irgendeine Reaktion von Trap. Ich glaube es fast nicht, wenn er da 10 Worker verloren hat. Ja, Widowmine einfach rein. Probes, keine Reaktion und boom, boom. Und damit 10 Kills. Insgesamt 3 auf der einen, 7 auf der anderen. Und die werden auch sofort wieder verladen tatsächlich. Aber eben währenddessen hat Clem das Problem, er befindet sich komplett in der Rückwärtsbewegung und seine Army fühlt sich gerade nicht stark. Und jetzt ist direkt beide Upgrades da, das heißt, das Attack-Upgrade wird sofort ausgeglichen durch das Armor-Upgrade. Trotzdem, Trap hat 10 Worker verloren, weiß von der dritten Basis als Goldbase, zieht sich jetzt erstmal zurück, ist natürlich weit, weit weg von seinen Reinforcements. Und somit sammelt er sich erstmal nochmal neu, hat aber immer noch die Phoenix-Medaille und möchte jetzt natürlich diese dritte auch nochmal angreifen, sofern möglich. Die ist jetzt fertig, die wird zum OC, aber Trap baut auch massiv wieder Probes hier. Nächste Runde wird um eins. Dieses Mal aber passt Trap auf, dieses Mal fehlt er nicht 10 Worker dran. In Nashville könnte was passieren, aber da ist auch theoretisch noch ein Lift möglich, da gibt es auch den Lift. Die eine Widowmine wird jetzt angegangen, die andere Widowmine schwebt gerade noch in der Luft, die Phoenix kommen dazu und damit der Trap hat sich damit erledigt. Medivac down, Widowmines down und mehr Schaden passiert hier dann doch nicht. 55, 54 in der Economy Damage war wichtig für Clem. Hätte ich hier den Fight so verloren und keinen Economy Schaden gemacht, wäre er jetzt in einer richtig miserablen Position. So kann er jetzt hier momentan noch weiter fighten. Wir sehen, plus 2 Armor ist unterwegs und plus 1 Armor beim Terraner. Da kommt auch schon die Ghost Academy. Die EMPs könnten ganz nett werden gegen geklumpte Masse an Salads. Natürlich auch gegen die Phoenix ist die EMP ganz hilfreich. Wenn die keine Energie mehr haben, sind sie auch bei weitem nicht so gefährlich. Aber erstmal sind die Phoenix noch unterwegs und da ist kein Missile-Tür. Da ist die Widowmine, da sind zwei Widowmines, aber die schießen auch auf die SCVs und jetzt sind die Phoenix trotzdem noch da. Lift die Widowmines einfach weg und die Bio muss reagieren, muss sie defend werden. Das bringt sich die Protoss-Army aber auch in Position. Das Mining an der Goldbase ist ein bisschen eingeschränkt. Neue Widowmine wird da eingebuddelt, aber ja, die Protoss-Army nimmt hier die Kurve außen rum und möchte jetzt von ja, der Natural her ranpushen. Bis zwischen Natural und dritte Basis geht's rein. Die Phoenix kommen da mitten dazu, liften mal kurz die Widowmine, damit die nicht schießen kann. Die Arkons pushen nach vorne, die Zellets pushen nach vorne. Und jetzt, ja, ist klemmt ein bisschen von seiner Natural isoliert. Ist die Frage, pusht der Trap auch nein? Nein, er will den Fight mit der Army haben. Er forcefeedet hier die Army, die wird eingeladen. Die Phoenix fliegen über den Medex, ziehen auch die Widowmines hier noch irgendwie mitten rein in das Chaos. Jetzt kommt es aber auch von der Rückseite, das heißt keine Fluchtmöglichkeit hier für Clem. Und seine Army wird da ziemlich auseinandergerissen und jetzt auch komplett zerstört hier. Die Phoenix nehmen sämtliche Medivacs raus, da ist nichts mehr übrig. Neue Widowmines kommen dazu, die dritte Basis wird aber gerade überrannt. Lift's mal auf, die Widowmines schießen mal hier und da rein. Aber es ist Trap egal, er pusht einfach vorwärts, er weiß, der Terraner fehlt hier auch mega viel. Auch immer wieder der Splash-Damage der Widowmines geht auf die Terraner-Einheiten, also schön gemanagt auch mit den ganzen Phoenixen. Jetzt steht man hier schon mitten in der Production und da kann Clem nichts mehr halten. Das ist das GG und das 1:0 hier für Trap, nachdem Clem ja auch noch, er hat die dritte gescannt, hat geguckt, wie gut die Economy vom Protoss gerade deswegen ist. Wenn das Two-Base ist, kann ich das vielleicht noch halten, ist so der Randgedanke, den man da als Terraner noch fasst, aber da war nichts mehr zu retten. Und somit gehen wir in Map Nummer 2. So, Map Nummer 2 bringt uns eine Reaper-Expansion, aber mit einem kleinen Zusatz. Da ist nämlich ein Bunker unterwegs und von dem hat Trap noch keine Ahnung. Und das blockt natürlich sein Mining, das macht die ganze Sache etwas unangenehm. Sein Adept da ist, kommt weiter Adept mit dazu. Und es wird auch ein weiterer Reaper gebaut, also der Bunker soll auch genutzt werden. Wenn das ist die Probe hier nochmal drin, wird aber mal verfolgt und wird jetzt auch gleich ihr Ende finden. Der Bunker ist ready und hier der... der Reaper ist draußen, aber jagt nicht die Probe tatsächlich. Der will sofort nämlich auch rüber und hier der Reaper nutzt jetzt eben die Hilfe vom Bunker aus, weil er hier einfach mal rumweiß. Der Adept kann ihn nicht wirklich engagen, solange das SCV mit dabei ist und der Bunker da hinten steht. Der Bunker ist eben jetzt auch gescoutet, aber Trap wird jetzt eben belagert und kann seiner Natural nicht so viel tun. Ja, natürlich, langfristig wird er das schon clearen können, aber jetzt mit zwei Reapern wird es doch ein bisschen noch unangenehm. Könnte noch den Pylon hier verlieren. Er verliert langsam doch massiv Hitpoints. Der Adept alleine ist da halt nicht so krass dagegen. Wenn das eine Probe eiert hier aber noch immer... Nein, das ist der andere Adept. Das ist nicht mehr die Probe, das ist der Adept. Der wird jetzt natürlich nicht defend. Das heißt, der nimmt auch einen Kill mit. Der Pylon hier wird fallen. Und die Natural wird hier weiter geblockt. Und die Gateway Units wollen natürlich irgendwann früher oder später den Bunker loswerden. Der macht jetzt schon mal Damage auf den Nexus hier unten. Der Adept ist natürlich noch ein Problem gerade, weil nicht viel an Einheiten da ist. Der Marine heilt, was das Zeug hält. Die Wall hält allerdings. Und sobald ein Hellion da ist, wird es einfacher gegen den Adept, der da drüben ist. Aber der, ja, nervt hier halt auch ein bisschen. Also beide Seiten ein bisschen Störfaktor an der Natural. Aber Trap sieht es den Hellion und verliert aber auch nach und nach Schilde am Nexus.
Und jetzt der Bunker wird angeschossen. SCV könnte nochmal reparieren. Wird auf das SCV gefokust. SCV, ja, Micro jetzt ein bisschen hin und her. Und man sieht eben, die Reaper schießen zurück. Nutzt natürlich auch die Zusatzrange, die sie bekommen durch den Bunker. Und der Bunker, ja, hält das ziemlich gut durch bisher. Die Reaper nutzen auch ständig ihre Mine, um noch mehr Schaden auszuteilen und eben die Protoss-Einheiten wegzuhalten. Da wird der Bunker wieder repariert. Tatsächlich hat hier Trap sehr viele Probleme damit. Sein Adept hier ist nicht mehr da. Der ist gestorben. Sein Adept da drüben ist gestorben. Das heißt, ja, überhaupt keine gute Ansatzweise hier gerade für Trap in dem Fall. Clem macht hier mächtig Druck mit seinem Reaper und seinem Bunker. Jetzt sind drei Stalker da. Der Adept ist trotzdem low. Die Reaper ballern hier einfach raus, was das Zeug hat. Der Bunker hält halt immer noch. SCV nochmal kurz gefokust. Reaper gehen dann wieder raus, um eben nochmal fokussen zu können. Dann gehen sie wieder rein, haben natürlich eine Regeneration und immer noch. Der Bunker wird repariert. Der Bunker hält immer noch durch. Gerade die Einheiten waren nochmal. Jetzt ist mal einer der Reaper down. Aber man sieht, die Protoss-Einheiten sind angeschlagen. Der Bunker wird nochmal gesalvaged. Und auch das kommt tatsächlich durch. Der Bunker wird gesalvaged. Der Reaper hier drüben, der kommt nicht durch, sondern stattdessen chillt hier nur noch der Hellion. Es gibt einen Darkshine allerdings und der Darkshine ist auch schon fertig. Das heißt, die tease jetzt hier die Antwort. Trap hat keinen Bock auf die Spielchen. Er will jetzt zurückschlagen, hat die Schnauze voll. So lange genug lästig hier an seiner Netspell, dass eben mining-technisch hier Clem ein Stück weit vorne war. Das dreht sich jetzt natürlich, als die Probes hier arbeiten. Da kommt ein Bunker mit dazu, da sind Marines da und da ist gerade rechtzeitig ein Raven. Oh, das ist ein richtig bitteres Timing hier für Trap. Und seine DTs werden nicht viel Spaß haben. Nur Clem muss ein bisschen besser drauf gucken. Fehlt jetzt ein SCV, aber er kann jetzt die DTs jagen. Die DT versucht dran vorbeizukommen. Aber als Building Placement, da ist ein Block und der DT geht schon mal down. Der zweite DT versucht in die Mainbase reinzukommen. Aber auch die Chance hatte nicht. Da wird nochmal der Bunker genutzt. Der DT hier nimmt nochmal den Hellion mit. Und da ist nochmal ein Adept unterwegs. Trotzdem, der Adept muss auch hier aufpassen, denn die Terran-Einheiten, die haben da keine Angst vor einem angeschlagenen Adept. Und auch der ist down. Und somit macht hier Trap nicht wirklich. Was funktioniert ein DT und ein Adept? Also Early Game. Sieht hier sehr, sehr gut aus für Clem. Muss man schon sagen. Aber der Bunker-Move, dass ich wie lange den auch am Leben erhalten hat, das ist echt, als Protoss, da kommt einem das Kotzen. Man kriegt diesen Bunker einfach nicht weg. Stattdessen fliegt man auch nach Hitpoints auf den Einheiten. Natürlich, die Schilde regenerieren sich jetzt langsam vom Nexus. Was heißt langsam? Die regenerieren sich relativ schnell. Und ja, man konnte aber eben lange nicht meinen an der Base und jetzt eben noch mehr Ressourcen quasi weggeballert mit den DTs, die einem nichts genutzt haben. Man sieht, im Army Supply ist da, tut sich da bereits eine gewisse Kluft auf. Nächster DT ist ja nochmal unterwegs, aber Missile Turret, das ist eins im Bau, das ist an der Natural, der Raven ist ja in der Main. Der Raven ist in der Main und der trifft auch gerade so noch auf das Warp Prism, ja, Clem hat's gesehen. Und damit wird da hier nicht viel passieren. Der DT ist zwar hier, aber er kann nichts tun, das Warp Prism muss umdrehen, also Trap hat hier keinen Erfolg. Wunderbar, da ist mal wieder mein Follow-Lag. Ich habe nach wie vor keinen Plan, woran das liegt. Zumal, ihr habt jetzt die letzten Casts gesehen, da war das nie mit dabei. Heute ist neuer Aufnahmetag. Im Vergleich zu den letzten paar Casts und plötzlich ist der Leck. I don't understand. Warum das so ist. Bei meinem StarCraft hat sich nichts geändert seit gestern. Aber gut. Es ist wie es ist. Der DT kommt hier nochmal vorbei, aber da ist ein Missile Turret, da ist ein Panzer. Und der DT, ja, nimmt mir mal SCV oder 2 mit. Vielleicht auch noch ein paar mehr. Und. 5! Okay, der Panzer. Der Panzer hat gute Arbeit geleistet. In dem Fall allerdings für einen Protoss. So, hier drüben geht es aber ran mit dem Raven. Auto-Turret Arrestment wird hier mal reingeballert. Der hat noch Energie ohne Ende. Zwei Auto-Turrets, um die ganze Natural zu blocken, um ein paar Props zu killen. Und prompt hat sich der tote Work-Account ein bisschen ausgeglichen. 5-5. Und Terraner ist unterwegs. Clem pusht jetzt hier auf seinen zwei Basen. Keine dritte unterwegs. Nochmal ein Auto-Turret hier in der Main. Der Raven ist aber mega low. Und überlebt aber hier, wie es aussieht. Der wäre natürlich noch wichtig für eine eventuelle benötigte DT-Defense, wenn nochmal die DTs mit reingeworfen werden, das Meldewerk muss aufpassen, lädt aber nochmal aus, die Stalker sind jetzt mitten drin, zwischen den beiden Einheiten, plötzlich dreht der Fight und jetzt ist hier Trap am Laufen und er fightet gar nicht erst, er kommt sofort das GG, weil er das, ja, hier draußen einfach nicht fighten kann, da wollte er das Meldewerk haben, aber plötzlich kam da Bio von allen Seiten und ja, hier, Clem schlägt zurück, so leicht gibt er hier nicht auf, macht das 1-1 und wir kriegen eine Deciders Map. Everdream. Einer der beiden kommt noch in die Playoffs, der andere ist leider raus. Trap schickt nochmal seine Probe rein, um zu scouten. Zieht die Expansion. Es ist eine Reaper Expansion, aber diesmal ohne Bunker. Und ja, die Probe wird hier auch mal prompt eliminiert. Marine mit dazu, Reaktor mit dazu und defensiver Bunker hier mit dran. Factory unterwegs. Und wir sehen, Twilight Council kommt auf Traps Seite. Und da ist auch schon der Adept unterwegs und trifft dann gleich auf die ersten Terran-Einheiten. Bunker sollte noch. Ja, Bunker ist schon quasi ready. Das sollte kein Problem sein. Man muss ja noch ein bisschen aufpassen, der ist ein bisschen angeschlagen. Der Adept shadet nochmal ran. Er shadet zwar ran, aber ist noch teilweise in Range. Oh, das SCV schafft es nicht ganz, das Kommando fertig zu bauen, aber das nächste erledigt das. Und somit, das OC verliert nicht so viel Zeit, wird zum OC umgebaut. Und es gibt eine weitere Barracks schon. Also ein Turex-Opener hier von
Lem in dem Fall. Versucht also mit dabei oder dann was zu managen. Währenddessen die Adepts immer noch die Natural belagern und damit das Mining natürlich etwas schwierig gestalten. Und die Adepts canceln das hier. Und wie man hier sieht, die Einheiten kommen jetzt aus dem Bunker, wollen die Adepts loswerden, aber da kommt ein dritter Adept mit dazu. Also gerade sehr viele Schwierigkeiten andersrum in der Natural. Dieses Mal hat Clem die Schwierigkeiten in der Natural. Kommt natürlich mehr und mehr Marines mit ran. Und die Adepts, irgendwann müssen sie auch aufpassen, wie sie das jetzt hier angehen, denn das ist dann plötzlich sehr viel DPS. Die Mine fliegt, aber die Mine fliegt ins Leere. Der Reaper wird rausgefokust, jetzt Marines versus Adepts. Und die Marines gehen natürlich einfach ran. Die wollen den direkten Fight, die wollen ihre ja, geringere Range noch irgendwie ausnutzen. Und da gehen auch alle Adepts dann. Also Clem bekommt alle Kills, verliert dafür zwei SCVs und zwei Marines, genauso wie den Reaper. Oder drei Adepts dafür gekillt, ist schon mal nicht schlecht. Wir sind bei 30 zu 37 Worker mit aber einer schnellen dritten Basis dieses Mal für Trap. Also er sieht das hier ein bisschen makrolastiger, hat Blink unterwegs und Nerobo. Währenddessen von Clem kommt jetzt der Starport, da wird Stim erforscht, der hat natürlich einiges an Bio. Der Cycling hier eiert einfach durch die Gegend und ja, Blink dauert auch nicht mehr lange, Observer aus der Robo mit dazu. Und jetzt der Trap, was sich hat, ist eben eine starke Ökonomie. Und die wird sich jetzt eher auch noch weiter ausbauen, natürlich mit dieser dritten Basis. SCV ist auf der Scouting-Mission, die wird das dann sehen. Und das ist für Clem natürlich auch ein Zeichen von wegen, okay, ich muss auf jeden Fall was machen. Ansonsten eskaliert der Protoss hier zu krass. Da kommen mehr Barracks online, Stim nähert sich der Fahrtig schon, die ersten Medivacs, also das erste Medivac ist gerade im Bau. Und hinten ist ein eBay für plus 1, also die ganzen Waffen, die der Terraner braucht, werden so nach und nach erforscht und werden so nach und nach gebaut. Aber ja, es kann gar nicht schnell losgehen in dem Fall für Clem, dass er da eben ein bisschen Druck auf Trap macht. Weil er eben jetzt seine dritte hat und 7 Worker mehr schon. Jetzt kann er Triple Probe bauen. Hat Triple Chrono Boost auch zur Verfügung, wenn er wirklich krass mit den Probes übertreiben möchte. Das heißt, seine Economy wächst hier rasant an. Und da kann der Terraner nicht wirklich mithalten. Er hat einen kurzen Scan auf den Ops. Und der Ops ist aber das besessen weiter Observer hier drüben. Die Stalker treffen mal kurz auf die Bio. Und können jetzt natürlich Blink nutzen. Und das bremst natürlich Clem nochmal aus. Und das ist eigentlich genau das, was er nicht haben will. Aber bisher spielt das Trap sehr, sehr gut. Er weiß genau, er hat die Stalker. Er kann mit denen einfach rausblinken, wenn es gefährlich wird. Kann hier und da ein paar Einheiten snipen. Will jetzt da nochmal einige Gitbens auf dem einen Stalker. Aber ja, man sieht eben hier, wird jetzt einfach eine eigene dritte gebaut. Und Clem konnte nicht wirklich rausmoven mit der Truppe, um selber Druck auf den dritten Nexus zu machen. Stattdessen muss er selber Angst haben um sein drittes Command Center. Währenddessen ist die dritte Basis schon fast voll belegt. 10 Worker mehr für Trap momentan. Und der holt sich jetzt einfach Charge und Warp plus weitere Gates mit dazu. Also da gerade kein Gas mit dabei, sondern da wird dann eine Welle an Gateway-Units mit folgen. Das könnte der Bio Schwierigkeiten bereiten. Das haben wir in der ersten Map schon gesehen, als dann Charge ready war und plötzlich die Sellets von allen Seiten angestürmt kamen, fühlte sich die Bio plötzlich nicht mehr wohl. Und wir sehen, Charge und Comet Shield laufen sehr synchron hier ab. Da geht es mal nach vorne, jetzt geht es auf die Basis. Da ist eine Schildbatterie. Charge ist jetzt ready. Es sind noch nicht so viele Sellets ab. Die nächste Sellet-Runde sollte recht bald kommen. Sellet Charge mal voran. Overcharge auf der Schildbatterie noch nicht genutzt. Bisher die Sellets opfern sie einfach, kaufen ein bisschen Zeit. Die Stalker versuchen den Schaden zu machen, aber bisher macht die Klamm einen guten Fight. Was ist Traps Antwort hier? Er warpt jetzt weitere Einheiten rein. Jetzt kommt die Force zu. Jetzt ist der Overcharge mit dabei. Aber jetzt lädt hier Clem einmal ein, lädt hinter die Force Fields. Und da sieht man aber, der Overcharge hält den Zelt nochmal lange am Leben. Und er lädt ihn auch nochmal auf. Jetzt Widowmines mit dabei. Zelt charged einzeln ran, um die Widowmines irgendwie auszulösen. Widowmines schießen jetzt hier auch ein bisschen was von der Bio kaputt. Und die Widowmines bleiben hier zurück. Die Stalker blinken jetzt ran. Snipen da mal auf das Medivac auf dem Rod. Und die Bio ist nicht mehr so krass. Und somit zieht sich die Bio erstmal zurück. Reinforcements von Clem müssten mit rankommen. Da waren einige Einheiten gebaut. Aber die Stalker blinken nochmal ran, kriegen den Cycling, kriegen den Marauder und schießen jetzt auch auf die Medivacs. Medivac down. Und da verliert gerade Clem ganz Haufen an wichtige Einheiten, dass sein Ball um einiges abschwächt. Jetzt die Stalker treffen auch wieder meins, blinken aber nochmal rechtzeitig zurück. Gerade so gemerkt, das war schon kurz vorm Abschießen. Und hier, die Widowmines waren jetzt nochmal gejagt. Und da kommt der nächste Cellbomb. Das ist genau das. Die dritte Basis ist ohne Vespingas, ohne weitere Probes, sondern es gibt jetzt hier einfach Cellets und jetzt geht's los. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Trap pushen möchte. Ja, löst die erste Widowmine hier aus. Mehr Widowmines wird angegraben. Es geht mit den Cells einfach hoch. Und da wird gefightet. Die Cells kriegen ein paar Widowmine-Shots ab, aber stehen jetzt hier natürlich zwischen Natural und dritter Basis. Keine schöne Position, in der Clem hier fighten muss. Währenddessen ist das Warpless mit dabei und Trap macht ziemlich mächtig Druck. Die dritte ist schon der Luftstalker, blinkt gerade nochmal auf die Medivacs. Die Bio da drüben ist noch nicht so groß. Währenddessen, wir sind auch gerade im Pais, wie es ja, schon gestorben, weil die fahren hier gerade ran. Von der Natural, von der Mainbase, die dritte Basis muss hier liften, fliegt die Mainbase. Und für Clem sieht das jetzt überhaupt nicht mehr gut aus. Seine Army ist nicht größer und er wird hier belagert. Hat keine wirklichen Bunker, hat nur die Widowmines. Die Widowmines hier, ja, man sieht sie, da wird die ganze Zeit geklickt, damit die Widowmines nicht schießen. Damit der Schuss immer noch aufgespart wird, wann dann die Sellets ankommen. Das gelingt sie sogar.
Slam momentan. Aber das kostet natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit, das alles durchzuballern. Damit die Venomites nicht von alleine losschießen. Und jetzt den nächsten Force-Fields, die nächsten Cells wollen ranchargen. Sie warten aber gerade gebodyblockt von den Stalkern und die Position ist natürlich nicht so schön, um zu fighten hier. Trotzdem, Trap hat 3 Basen gegen die 2 Basen von Clem momentan. Also Trap kann einfach die Situation hier auswarten. Venomite hier schießt jetzt mal, Liberator kommt jetzt mit dazu. Trotzdem, es sind so viele Cells. Es sind 16 Cells auf dem Feld. Da kommen die nächsten Force-Fields, die Cells chargen wieder ran. Die Liberator versuchen da ihr Bestes, um die Cells loszuwerden. Aber Blink auf die Liberator. Stalker werden auch von den Widowmines rausgeschossen, aber Liberator sind down. Der letzten immer noch welche da. Da ist ein Ghost gerade noch mitgestorben. Die Widowmines haben schon alle geschossen, sind die mehr hilfreich. Die Barracks hier wird nach und nach low. Und die Mortis laufen mit rein. Aber Clem hat hier einfach nicht genug. Da kommt das GG. Und Trap gewinnt das am Ende doch im Rematch. Und ist dann unser letzter Spieler in den Playoffs. Schade für Clem. Hat sich an sich schon stark präsentiert gegen Trap, vor allem im vorigen Match. Aber jetzt eben im Rematch, das hat nicht ganz für ihn funktioniert. Und somit haben wir unsere 8 Spieler für die Playoffs. Und hab's ja schon mal angemerkt, das ist einfach Single Elimination. Alles Best of 5 bis auf Finale Best of 7. Und unsere Paarungen für die Playoffs sind Hero Marine vs. Trap, Rainer gegen Innovation, Savile gegen TY und Cure gegen Maru. Also einige Terrane drin, 5 Terrans in den Playoffs. Sieht man auch nicht so oft. Und nur ein Protoss und 2 Zergs. Also relativ gute Chancen für die Terraner, möchte man sagen. Aber natürlich, es sind gefährliche Gegner drin. Rainer immer noch mit einem monströsen Run. Seine Gruppe zu 0 fertig gemacht. Natürlich, Savile ist immer gefährlich. Und ja, mal sehen, wie die Matches dann ausgehen. Das gibt's dann ab dem nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und ciao.